Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Hey! Hier, dann nimm den Stock oder so. Ein Rambock wäre mir lieber. Haben wir nicht. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Taschenlampe im Schuhen? Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Weg. Ein Rambock wäre mir lieber. Ja, Mama, keinen. Hier. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Hier. Stock. Mit Haken. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Köder. Sag mal, die Taschenlampe mit Gut, dem... Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Er sieht sie nicht, er sieht sie nicht. Wollen wir daraus einen leuchtenden Fisch machen? Irgendwie nicht. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Und jetzt? Okay. Ach so, wie kann ich gar nicht das Phosphor anklicken? Wo kann ich den Phosphor wieder anklicken? Also irgendwie muss ich ja diese Sardelle zum Leuchten kriegen anscheinend. Wenn der Wal sie nicht sieht, dann muss der ja irgendwie anders funktionieren. Phosphorsardelle, eine Rufus-Gott-Kooperation. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist so komisch. Da ist doch was faul. Verdammt. Schnell weg hier. Okay. Kann ich noch eine haben? Ich hab noch. Ich hab mal das Bedürfnis, hier zu gucken, was ich... Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich habe mir bedenken, ich vergesse was. Und wieder runter. Das ist ja ein Hin und Hergelaufen hier. Ist ja nicht zu fassen. So. Wo müssen wir hin? Mal gucken, ob der Wal jetzt die komische Schleimsardelle überhaupt isst. Ich meine, so gut sieht sie jetzt nicht mehr wirklich aus. Rein in den Kabelschacht. Hier, guck mal. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Ja, aber die ist doch... Komm, Fischi, Fischi. Die leuchtet doch. Er sieht sie anscheinend gar nicht. An den Haken. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Na... Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Das ist Avia. Ja, na dann. Das, den Köder, dem da? Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ah, warte mal. Der hat doch ein Dings in der Mitte, wa? Hier. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Auch nicht. Ahahaha. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Das ist ein Weichenritzel. Was? Eben war es so ein Aviarisch. Das ist ein Weichenritzel. Was?
Hier, dann... Es werde Licht. Oh, funktioniert das? Das ist ja geil. Wow. Sieht ja geil aus, das Teil. Jetzt aber. Komm, Fischi, Fischi. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Oh. Dummes Viech. Kannchen sieht aber eher aus wie so eine Lavalampe in einzelnen Teilen. Jetzt ist die Scheibe kaputt. Finde ich irgendwie gerade nicht so geil. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Jetzt können wir hier durch. Zum Hochbootwrack. Aha. Das sieht ja spannend hier aus. Wo sind wir denn hier gelandet? Truhe, Lampen. Nehmen wir erstmal eine Truhe. Ach, zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Piraten? Hier, mach damit auf. Damit kriege ich sie geknackt. Ach nein, der Stock ist zerbrochen. Nein. Naja, ich hätte ihn eh nicht mehr gebraucht. Was? Ach nö. Die Musik ist hier voll traurig. Ein Boot? Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Da, hier ist was gerade lang gefahren. Ein Eichhörnchen oder sowas. Kommt es nochmal? Ein harmloser Lastenkutter. Da, die perfekte da. Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Da war es eben. Es ist jetzt auf die andere Seite gehüpft. Hier sind Fledermäuschen. Da war was. Hier war was gerade. Da. Das sieht aus wie, ein kleines Easter Egg zu, na, wie heißt er doch gleich? E.T. Mit dem Fahrrad und dem Mond, ne? Nur, dass es ein Eichhörnchen ist. Gucken wir mal, was wir hier drin Schönes finden. Oh, Gold! Na, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen! Ich bin unbewaffnet! Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus! Ich werde dich retten! Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Doch. Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Krieg ich bei dir wieder Superkaffee? Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. So friedlich. Da. Wo ist denn der Eject-Knopf? Ah, hier. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge. Sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja, und deine Diagnose?
Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal, du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten, nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Ein Staubwedel habe ich schon gesehen, hier. Genau, was ich brauche. Dann nimm mal mit. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Wie? Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Nee, nicht machen, dann... Hier ist noch ein Schlüssel. Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Oder zum Kerker im Rumpf dieses Schlepperschiffs. Ach, dieser Boso macht mich wütend. Das ist bestimmt ein ganz lieber. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wunder dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Das ist keine Relation. Sie kriegt nichts mit. Schade, wo sie schon die ganze Mindbike-Action verschlafen hat. Den Versuch war es wert. Das klingt wie Donald. Das ist ja süß. Den Versuch war es wert. Das klang wie Donald Duck. Das ist niedlich. Haben wir hier noch irgendwo was? Normalerweise kann ich Besserwisser nicht ausstehen. Aber Doc ist ein feiner Kerl. So, was habe ich hier noch? Kram? Ein Aquarium Digitales? Kann ich denn noch mal reden? Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Ich habe irgendwie das Gefühl, das mit Elysium klappt nicht. Der will ein Pirat sein? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Zumindest lügt er wie einer. Captain Boso. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Oh. Das ist kein Piratennest. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Du bist gemein, Rufus. Ich schlage eine Waffenruhe vor, aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Der hat irgendwie so ein leichtes Aggressionspotenzial gerade, ne? Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal, ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du Störtebäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Der könnte uns bestimmt helfen. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché.
Na. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Der ist komisch. Rufus, langsam drehst du aber am Rad, wa? Schlüsselchen. Mit Truhe. Mal gucken, ob wir reingucken können. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Nein! Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Nein. Oh, warum nimmt ihr denn nicht das Feinzeug mit? Warum denn die Drahtbürste? Was soll ich da? Oh Gott. Damit mache ich das höchstens kaputt? Oh Gott. Oh, das wird eine Katastrophe. Bulls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Hm. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Bu wieder sauber. Sauber. Ah, hier. Bitte, bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje. Fettfleck, da muss ich wohl nochmal rüber. Ich hoffe, das gehört so. Oh Gott. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Ah, jetzt ist es verätzt. Nein. Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Na, entschuldige mal bitte, wer wollt ihr denn die frische Tücher nicht mitnehmen? Und den Feinpinsel? Und wieder Staub. Perfekt. Oh, Fusselalarm. Was denn? Noch mehr Fussel? Ich werde wahnsinnig. Nicht gut. Oh je, jetzt sieht das alles so furchtbar aus. Nur im absoluten Notfall. Nur im absoluten Notfall. Na, was soll ich denn sonst machen, du Knaller? Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Nicht gut. Noch gebe ich nicht auf. Noch gebe ich nicht auf. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Das ist nicht gut. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja.